Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Wir haben ein bisschen Holz eingesteckt und schaut mal, wie schön diese Stelle hier ist. Bam! Ein Schlag, zwei Schläge, drei, vier, fünf, sechs und sieben, acht, neun, zehn. So, wird die Hütte fertig und dann brauchen wir nur ein paar kleine Schäfchen zu schöner Musik. Und schaut mal, hier von der Deckenhöhe, da fühle ich mich ja wie in Real Life, Leute, hier. Ich bin, Onkel Bogi ist genau exakt, das ist nochmal, ist nicht nur genau und nicht nur exakt, es ist genau exakt, das ist nochmal was ganz Spezielles. Ich bin 2 Meter groß, ja, und ich kenne das, wenn ich jetzt so eine Hütte hier hätte, dann, schau, mein Kopf, genau, und da habe ich gar keine Lust drauf. Ich bräuchte dann hier so das Hohe hier in der Mitte. Deswegen will ich den Dachboden ausbauen. Ich will den Dachboden ausbauen. Der ist innen drin auch voll niedrig. Der Dachboden von meinem Haus ist innen drin. Boah, lass mal überlegen, warte mal. Die Firsthöhe in der Mitte ist, glaube ich, so 2,20. Aber dann laufen hier auch so Balken und sowas noch lang. Und dann ist schnell sowas hier passiert. Achtung. Aua! Genau. So. Geil. Hier wird das Futter reingemacht. Okay, ich dachte, ich kann auffüllen, ohne dass ich welches einstecken habe. Das wäre ganz krass und so, aber nee. So, jetzt haben wir eben gerade noch ein paar Stöckchen gehabt. Soll. Das ist natürlich. Der Baum ist natürlich hier. Crasso Mano, oder? Wenn jetzt hier. Ganz ehrlich, wenn jetzt hier ein Weg durchgeht, kann dieser Baum da nicht stehen bleiben, oder? Ich weiß es noch nicht. So, jetzt müssen wir das Ganze ja einzäunen. Was ist denn eigentlich. Dieser Holzzaun, der wäre halt richtig krass. Ein Mäuerchen wäre auch cool. Was denn, wenn wir ein Mäuerchen hinmachen? Sollen die Schafe hinter einem Mäuerchen sein? Haben wir noch nie gemacht, gell? Also ich meine, wir haben das Mäuerchen am Dorfplatz unten. Und als Abtrennung zwischen den Stallungen haben wir auch eine Mauer. Aber ansonsten haben wir überall ja nur Holzzäune hingemacht. Oh, ich muss mal schauen. Ist auch geil, gell? Ich weiß das. Lala, wala. Im eigenen Dorf weiß ich das nicht. Genau, da haben wir das nur so als Abtrennung gemacht. Das war geil, dass die Tiere dann wirklich da drin sind. Das gefällt mir echt gut. Wir machen das. Wir machen das jetzt so. Oh, Steine. Warte mal, wir haben gar nicht so extrem viel Stein. Und da fällt mir etwas ganz anderes noch ein. Eieiei. Okay, natürlich. Mauer ist gar kein Problem. So, warte mal. Wir haben den dritten Tag. Den dritten Tag. Und jetzt wart mal ab. Ich hab ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst und das könnte jetzt zu einem Problem führen, weil die liebe Anni hatte was. Achso, wir haben hier ein Jungtier auch. Haben wir das schon gesehen gehabt? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist das Jungtier? Ist es hier? Jetzt mal ohne Spaß. Rucksack, warte, ich muss mal gerade schauen. Doch, wir haben ein Jungtier. Aber wo ist denn das? Bernhard, Tierzüchter. Jetzt mal ohne Spaß, es sind 4 Schweine hier. Aber wo ist das? Wo ist das Jungtier? Ist es hinterm Haus? Jetzt mal ohne Spaß. Da fehlt ein Schwein. Laut Karte ist es da, aber es ist doch nicht da. Da hinten vielleicht irgendwo. Ach da! Guck mal, wie goldig. Oh, wie süß. Hallo. Na? Ja. Oh, genau. So, Felder. Jetzt wird's ernst, Leute. Weil wir haben Frühjahr. Und Frühling ist natürlich was ganz Tolles für die Aussaat, gell? Was haben wir denn hier? Okay, Zwiebeln. Zwiebeln. Zwiebeln haben wir. Wir haben Kohl. Das ist gut. Ich habe nämlich... Krass. Hä? Ernsthaft? Hatten wir ein Feld, das hier in den Weg reingegangen ist? Ist mir aber auch neu. Hat sich da was geändert an dem Weg oder was? Keine Ahnung. So, das haben wir jetzt neu gemacht, das Feld.
Roggen. Wann ist Roggen? Wann ist Roggen Time? Feld. So. Roggen. Okay, Roggen wird im Herbst hingemacht. Okay, gut, gut. Aber. Ah ne, hier war das neue Feld. Guck mal, hier haben die angefangen auszudüngen und noch nicht weitergemacht. Ja. Flachs und. Okay, warte mal. Fehlen den Flachser. 15 Uhr, ich müsste noch arbeiten. Wo sind denn die Leute vom Feld? Ich habe ein bisschen Angst. Die Annie hat mir gesagt, dass wir, das wäre mutig gewesen, die ganzen Säckchen zu verkaufen. Ach geil, sieht man jetzt hier direkt, dass dem Werkzeug fehlt, oder was? Kein Werkzeughacke? Kein Werkzeughacke, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt nichts wie ran ans Feld. Sonst kriegen wir, uns wechselt die Jahreszeit und da war es das gewesen beim Anpflanzen. Haben wir keine Hacken mehr da oder was? Wir hatten doch so viele Hacken gehabt. Haben wir die in der Werkzeugbude als Verkaufsorder? Das war eine Holzhacke, gell? Speer? Ne, die haben wir echt nicht mehr. So, warte mal. Ich glaube, das waren nur Stöcke und Dings. Ganz schnell, dass die noch ein bisschen was machen können. Weil ansonsten müssen wir eine Nachtschicht einlegen. Ja. So. Holzwaffen. Nee, keine Waffe. 7 Stück. Jetzt mal ohne Scheiß. Dann müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich als nächstes noch das Saatsäckchen. Wir müssen gucken, ob genug Dünger da ist. Ansonsten müssen wir ein bisschen ranklotzen, wie man so schön sagt. So, schnell, schnell, schnell die Hacken in die Scheune schmeißen. Uff, Holzhacke, wo bist du? Und auch ganz ehrlich, du kriegst auch mal einen Saatbeutel. Säckchen. Jo, bitte. Auch das. Dünger. Also Dünger ist da. Und das neue ist ein Flachsfeld. Haben wir für Flachs? Oh, wie war denn das gewesen? Kohlsamen. Jetzt mal ohne Scheiß. Wir haben auch keinen Flachs mehr, gell? Für das Feld kann das sein. Wir haben keinen Flachs. Oh oh. Kein Flachs. Ich hab Hunger. Schnell was essen. Schatz, gib mir was. Ich hab so Hunger. Hallo da. Hallo Ehemann. Ja, goodbye. Hallo. Ja. Warte mal. Was können wir denn essen? Das Krasse ist, es ist auch so. Boah, doch, jetzt mittlerweile. Ich sag mal, die Produktion ist angelaufen, Leute. Komm. 5 Fische. 5 frische Fische. Fischbogis frisch aus Fett. Wirp, wirp. So. Okay, Flachs. Jetzt mal ohne Scheiß. Weizen. Wir haben eventuell noch ein bisschen Flachs bei uns im Haus gelagert, oder? So, Flachs. Ja. Das haben wir geerntet, wird Dach zur Scheune zu Leinsamen. Achso, warte mal. Leinsamen. Hatten wir Leinsamen? Weil wir haben jetzt eben gerade nach Flachs geschaut und gar nicht nach Leinsamen. Ich glaube, wir müssen auch schnell noch so Säckchen herstellen. Oh. Produziert ihr noch Säckchen und dann nach Leinsamen gucken. Säckchen ist pausiert. Bitte mach Säckchen. Du hast kein Material dafür, gell? Leinengewebe. Das Leinengewebe ist ja auch pausiert. Ach du Scheiße, warte mal. Leinengewebe. Wir kümmern uns drum. So, Leinsamen. Okay, haben wir ganz viel. Sehr schön. Das kann auf jeden Fall weitergehen. Wir nehmen uns mal ein bisschen, damit wir selber auch ein bisschen was aufs Feld schmeißen können, wenn die jetzt Feierabend machen ansonsten. So, Leinsamen. Jetzt geht's um Leinengewebe. Ich sehe schon. Wir haben keins. Ach du Kacke. Vielleicht besser, ich würde das Holzsäckchen doch nehmen und selber aufs Feld bringen. Wir haben auch kein Säckchen mehr. Das Säckchen ist auch weg. Das haben die sich geschnappt. Also, jetzt wird's ein bisschen haarig. Wie machen wir das denn? Haben wir noch ein Säckchen bei uns unten? Ach, kann es so schwer sein, so ein Säckchen zu finden. Doch, ich habe die Befürchtung schon.
Wir können ja auch bei der Näheren eins kaufen im Notfall. Ich glaube, wir haben sowas nicht. Stärketrank. Wir müssen uns wieder was auf die To-Do-Liste setzen. Wir müssen uns... Haben wir aber vielleicht noch hier... Aber selbst die Schnur haben wir nicht. Wir haben Leinsamen. Aber. Ich sehe noch einen Ausweg. Wir haben Flachse eben geholt. Wir kloppen uns jetzt mal zumindest 30. Das ist halt nicht viel. So, ja, hier, geht mal arbeiten bitte, weil ihr wisst Bescheid, Leute. Leinsamen. So, klopp raus. Klopp raus, was das Zeug hält. Schalalalalalalala. So, wir kriegen 30 Leinhalme. Wir kriegen 30 Flachshalme. Das sind, bin ich der Meinung, dreimal der Stoff. Wir brauchen noch ein bisschen Leder, haben wir gesehen. Wir müssen zumindest einen Beutel herstellen für uns halt. Ja, das kriegen wir jetzt auch noch hin. So, wir waren fleißig gewesen. Alles gut. Wir brauchen Leder. Ich weiß nicht, ob Leder hier eine Kiste ist. Nö. Aber Hautmeister. Nö. Oder? Einfaches Säckchen ist nicht dieser... Oh, warte mal. Hier. Schau mal. Uiuiui. Wir haben ein Säckchen. Das ist gut. So, wir wollen aber gerne noch eins herstellen. Bisschen Leder. Jetzt mal ohne Scheiß. Hier, wir haben nicht mal mehr Leder oder was? Wir müssen... Das müssen wir grundlegend ändern, Leute. Boah, ist das übel. Jetzt können wir natürlich noch ein paar Tiere platt machen. Was, wir nicht mal mehr Leder haben? Tiere. Wo? Ich brauche nur ein bisschen Leder. So ein Hirschli. Da hinten ist einer, oder? Ein Hirschli wird mir doch reichen. Ein Hirschli. Hier schließ, wo seid ihr? Jetzt hab ich habe Tiere gehört. Oben im Holzstamm im Wald. Oh Mann, selbstgemachte Probleme. Ich meine, wir haben doch eigentlich dieses eine Säckchen, sollte doch reichen. Warum geben wir uns damit nicht zufrieden? Weil es schlimmer kommt. Haben wir gar nicht richtig... Haben wir nicht getroffen, oder was? Doch. Hey. Pfeil, Bolzen. Hey, jetzt machen wir ohne Scheiß. Bolzen rennt doch nicht vor uns weg. Wir brauchen dich doch noch. Der Bolzen ist halt ein absoluter Kriegsgegner und will nicht, dass wir hier Tiere jagen. Das könnte natürlich sein. Hier, komm. Lass jetzt mal gut sein. Wir brauchen einfach das Leder, Leute. Das ist... Elchkuh. Außerdem haben wir noch gar keine Elchkuh bisher platt gemacht, glaube ich. Wir haben Rehe und sowas schon erledigt, aber noch keine Elchkuh. So, was hat uns gegeben? 5 Leder? Okay. 5... Lass mal gucken, eben so, wo ist unser Dorf hin? So, fürs eigene Dorf brauchen wir die Armbrust nicht. Und dabei sind wir doch nur mal kurz, haben wir so gesagt gehabt, wir... Dabei haben wir gesagt, wir müssen nur mal kurz... Ja, was wollen wir eigentlich machen? Hey, sag mal, bin ich... Das ist das Dorf. Ich habe eben gerade... richtige... Ja. Übrigens hätte auch vielleicht die Jagdschütte auch noch Leder drin gehabt, vielleicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. So, was kostet das Säckchen in der Produktion? Ich gebe mich jetzt nicht damit zufrieden, dass wir es bauen könnten. Wir bauen das Säckchen jetzt. Ich will... Oh nein, Geisterwebstuhl wieder. Entschuldigung. Dürfte ich... Nein, ich will gar nicht mit dir reden. Ich will mal gucken hier. Rucksäcke und Taschen. Aufsteigen. Was? Sonstiges. Sonstiges. Einfaches Säckchen, oder? Nee, sag mal, bin ich blöd oder was? Das hätten wir gar nicht gebraucht. Brauchen wir einfaches Säckchen? Wo kommt denn das Saatgut rein? Kommt das ins einfache Säckchen? Warte mal. Einfaches Säckchen, das geht glaube ich nicht als Saatgut, oder? Ist bloß eine Hand oder eine Schneide hergestellt, kann zum Anbringen von Dünger, Saatgut und doch, euer doch.
Aber wo ist dann das Unterschied zwischen dem anderen Säckchen? Säckchen. Kannst du ausbringen von Saatgut und Setzlingen verwendet werden. Und das hier? 50 Wert? Und das andere? 180. Jetzt mal ohne Spaß. Ich hab den jetzt gerade nicht in der Hand. So, wir müssen mal schauen. Eventuell brauchen wir eine Hake. Kann das sein? Gut, die gehen alle schon schlafen, das müssten wir nämlich auch gleich machen. Am nächsten Jahreszeit und so. Und das muss fertig gemacht werden hier oben, das Feld. Ich bin auch selber schuld. Ja, guck mal, das ist nicht fertig. Flachs soll hier angepflanzt werden. Kohlrote Beete. Hafer, Roggen, Leinsamen. Ist doch Flachs, oder? Ja. Okay. Ach ja, was der Bogi nicht selbst macht oder sowas, da kann man nie dann wissen, ob es wirklich erledigt wird. Also von daher, ja, es wird auch dunkel. Schnell. Wir sind wieder voll schmutzig und sowas. Wir werden wieder schmutzig in die nächste Jahreszeit reingehen. Aber wir brauchen jetzt mal ohne Scheiß, wir brauchen so harte eiserne Reserven oder wir müssen unsere Marktwirtschaft nochmal voll überdenken. Wir dürfen kein Saatgut, also durch Saatgut verkaufen ist okay, insofern wir uns selber vorher wirklich extrem viel Saatgut auch einlagern. Das Krasse ist, die haben jetzt Feierabend gemacht, die haben das nicht fertig gemacht. Ich habe denen halt auch ein riesen Feld hingezaubert und wir müssen, glaube ich, da einfach noch mehr Leute drauf arbeiten lassen. Ja, wir brauchen wieder Wohnraum. Ja, es ist immer dasselbe. Wir brauchen immer Wohnraum. So, haben wir noch eine Hacke? Ich glaube nicht. Nee. Und wir haben so viele Hacken hergestellt. Wir haben so viele Hacken hergestellt und haben die alle ins Lager reingeschmissen. Kein Problem. Was ist denn hier mit dem Boden eigentlich? Ach so, das ist von dem anderen Feld nebendran. Was krass wäre, wenn wir dann auch noch hingehen müssen und dann auch noch Dings ausbringen müssen. Na, helf mir mal. Und zwar Wasser. Wenn wir dann mit so Eimern das ganze Feld bewässern müssten und so. Ich meine, das machen die dann, das wird ja nicht benötigt, aber das würden ja dann die Bewohner auch machen. Bloß wenn jetzt schon so... Boah, krass, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe den 7 Hacken hier reingetan. Die haben sich direkt mal 3 Stück geschnappt. Na gut, wir haben 3 Leute, die auf dem Hof arbeiten. So, Hacke, wo bist du? Verdammte Hacke. Nehme ich schon mal in die Hand, damit auch jeder im Dorf sieht. Entschuldigung. Macht euch weg. Wow. Richtige. Ich habe eben gerade mich so ein bisschen wie Bruce Lee gefühlt, als ich mich so lang getackelt bin gerade. Oh, ich habe noch ein anderes Problem. Da muss ja noch Dünger drauf. Ich brauche Ausdauer. Ey, verschnauf einfach mal, Bogi. Bogi, konzentrier dich. Es ist erst 19.37 Uhr. Zwar Zeit zum Schlafen in Medieval Dynasty. Aber nicht mit mir. Wir wollen, dass es hier richtig abflachst. Aber komisch, gell, dass das mit den verschiedenen Säckchen funktioniert. Das nutzt sich einfach nur... Ist ja gut, Spiel. Ist ja gut. Hier, machst du jetzt mal... Hallo? Okay. Aber jetzt muss erstmal Dünger drauf. Und das... Kann das... Wollte gerade sagen, kann das sein, dass das Säckchen schon weg ist? Hier geht's nicht. Da geht's auch noch nicht, weil das muss erst wieder umgegraben werden, ja? Okay, ja. Kein Wunder, dass wir so schmutzig sind. Diesmal ist der Chef hier selbst an Werk. Ich dachte gerade eben, da kommt so weißer Rauch aus dem Boden raus. Die Felder der Toten. Die Felder der Toten. Ja. So, erstmal wieder den Hall wegmachen hier. Hier, ganz ehrlich, wenn jetzt dieser äußere Streifen nix wird, das ist auch so schon ein riesen Flachsfeld. Weil jetzt müssen wir eigentlich noch Dünger holen und wir sind auch schon... Jo, mach mal. Irgendwie auf der einen Seite tut er sich sehr schwer.
Mach jetzt! Mach! Komm, das Aussehen kann jetzt nicht so die Schwerstarbeit sein, oder? Nee, das macht er locker. Oh, das erinnert mich total an meine Zeiten in Life is Feudal. Oder auch Life is Feudal, wie wir immer früher so gerne gesagt haben. Das war auch ein richtig geiles Spiel. Kennt ihr das? Könnt ihr ja mal reinschreiben. Oder ihr könnt euch ja mal gucken, könnt ihr mal googeln nach. Das ist so ein Ritterspiel. Da musste man auch Landwirtschaft betreiben. Man konnte aber auch kämpfen und sowas. Also es gab dann auch PvP gegen andere. Gab es auch PvE? Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich sehe fast nichts mehr. Wie weit müssen wir denn noch? Da ist es doch, das Feld nebendran. Man hatte... Gab es da irgendwelche Bären und sonstiges? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber man konnte reiten, man hat dann auch Pferde gehabt und so und man konnte Befestigungsanlagen bauen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, so ähnlich wie hier, man hat halt Rohstoffe gebraucht zum Bauen und man hat dann sein Grundgebäude hingebaut und dann musste man, da stand dann zum Beispiel da dran, was ich keine Ahnung, du brauchst 100 Steine für die Mauer. Und dann hast du 100 Steine genommen und hast diese 100 Steine mit einem Hammer reingekloppt. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für Arbeit war, ja. Haben wir eine Fackel? So, wie sieht's denn aus hier? Hier hinten fehlt noch was, oder? Nee, doch hier. Schade, dass du nicht gleichzeitig hier Fackel und dann mit einer Hand dann aussehen. Ich bin voll der Mega-Ausseher. Also nicht nur hier, auch, das klingt wie ein Aufseher im Gefängnis oder so. Ich habe bei mir im Garten, ich habe letztes Jahr auch Astrasen ausgesät. Und da habe ich den schön so in der Hand gehabt und immer so, so verteilt, ja. Und das war echt gut gewesen. So, sollen wir da noch Dünger drauf machen? Ach komm, scheiß drauf. Wobei, ich würde ja ganz gern... Nee, es muss reichen. Das ist unsere eigene Schuld, oder? Sag mal, eine Minute Dünger machen wir noch. Komm, schnell. Aus dem Lager ein bisschen Dünger. Unsere Frau ist gerade schon ins Bett gegangen. Hält uns schon mal die Bettdecke warm. Wobei, es ist eh warm. Oder? Weiß ich gar nicht. Ist es warm? Keine Ahnung. Dünger. Pass mal auf, wir nehmen mal 30 Dünger. Passt das? Es ist... Ja, 14,5 Grad. Schön erstmal hier am Feuer aufwärmen. Und ich hätte das auch ganz gern wie bei Icarus, dass ich so brennende Fackeln droppen könnte. Ah, der Mond kommt raus. Der Mond kommt raus. Jetzt haben wir mehr Licht als eben. Hacke. Wo bist du? Ist aber falsch. Weil ich den Dünger brauche. Und das Säckchen nutzt sich ganz schön ab. Ja, es ist halt einfach, weil es kleine Billigsack ist. Kleiner Billigsack, du! Mal, warte mal, wir schaffen das jetzt vielleicht noch hier zu düngen. Aber dann geht der Sack vielleicht kaputt, wenn wir aussehen wollen. Ja, wer weiß. Ich hätte ja normalerweise hätte ich jetzt gesagt gehabt, jo Leute, danke fürs Einschalten, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und so, ihr kennt's ja. Und hätte einfach das hier noch fertig gemacht. Hätte ja niemanden gestört. Aber dadurch, dass wir einen Jahreswechsel haben zum Sommer hin, will ich das nicht machen. Oh, das Säckchen ist gleich kaputt. Aber wir haben noch einen anderen Sack einstecken. Passt schon. Ja, weil das Problem ist es, dass wir gegebenenfalls eine Meldung bekommen mit irgendeiner Entscheidung, die wir treffen müssen, die ich ja dann euch... Jetzt geht das Säckchen kaputt. Oh, zwei Felder vor Dings. Pass mal auf. Jetzt machen wir jetzt noch fertig. Wo ist das andere gute Säckchen? So, zack, auf die 8. 8, 8. Ist der Dünger direkt drin? Jawohl. Und Trophy. Letzte zwei Felder. Hacke raus. Hacke raus, habe ich gesagt. Oh, drei Reihen aussehen, da wäre gar keine Lust drauf. Ist doch blöd, dass man das nicht zu zwei Jahreszeiten aussehen kann. Weil es ist ja eigentlich im Endeffekt einmal schlafen und dann geht's nicht mehr. Und dann am nächsten Tag geht's. Hey, hallo? Manchmal ist das Feld ein bisschen buggy. Oh, was cool wäre, wenn man später Ochsen hat, die einem hier bei der Gartenarbeit helfen. Immer auf. Mann, es müsste aber auch gut Skillung geben, was wir hier machen, gell? Komm, das letzte Stück. Leinsamen. Ist doch richtig, oder? Nicht, dass ich wieder einmal hier so ein Mischmaschfeld mache. Nee, Flachs. Hier, warum haben wir genittene Stufe gekriegt? Boah, wir müssen schlafen. Komm, 15 Sekunden mache ich das jetzt noch. Noch 10 Sekunden. Noch
5 Sekunden. So, und wir müssten fertig sein. Komm, mach jetzt. Wir sind richtig hart schmutzig, Mann. Richtig übel. Da freut sich unsere Frau. Wir sind in einem Zweierfeld hier. Komm, wir müssen doch eigentlich schon am Ende des Feldes stehen, oder? Komm, ja. Hier, fertig. Fertig, 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 fertig. So, und dann gehen wir schlafen. Und dann machen wir beim Schlafengehen schon die Abmoderation. So, ab ins Bett. Sorry, Leute. Sorry, 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 dass es so lang geworden ist. Guck mal, mit dem Licht innen drin. Das haben wir auch noch nicht gesehen, gell? Dass jetzt die Laternen innen drin an sind. Voll die Festbeleuchtung. Er hat's richtig gut, er liegt hier im Schatten. So, wir schlafen jetzt auch. Bis zur nächsten Jahreszeit. Boah, hungrig, durstig, schmutzig. All inclusive nennt man das. Okay, es passiert nichts. Außer am Autosave. Hallo. Hallo, Ehemann. Hallo, Schatz. Zuneigung, 99%. Hallo, Schatz. Boah, er hat sogar direkt einen Quest für uns und so. Sehr schön, danke schön. I have to go now. Ja, das I have to go. I have all to go, also go to go now. I have to go und die Zuschauer have also go. Und die haben doch die Fenster zugemacht. Was passiert hier, Leute? Ich weiß es nicht. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Medieval Dynasty.